Herzlich willkommen bei Shani Studio. Heute stelle ich euch ein Civivi-Messer vor, und zwar das Kiwi. In Natur G10 oder Nature G10. Ja, ist ein Design von Ostapel. Ist ein ziemlich kleines Messer. Frontflipper. Ja, schaut schon super aus, ja. Halt ziemlich mickrig, ne? Das Messer sehe ich eher so als Cutter. Design ist echt gelungen. Preis auch überschaubar. Rastet nirgendwo ein. Das heißt, es müsste dann Paragraph 42 konform sein. Die technischen Daten blende ich euch links ein. Ein kleiner Größenvergleich. Lege ich jetzt ein paar Messer auf, dass man sich in etwa vorstellen kann, auf was man sich da einlässt. Da hätte ich jetzt von Spyderco das McBee. Ja, das ist ziemlich schon die Größe. Oder ein Fiction Folder von Fox. Oder vielleicht bekanntere. Messer wie das Parkott Mini und als Referenz natürlich dann sein Paramilitary 2. Also man sieht, also das ist schon ziemlich mickrig, das Messer. Ne? Das sehe ich bei mir eher für den Schreibtisch als Brieföffner, könnte man das vorstellen. Beziehungsweise in der Jeanshose, in der fünften Tasche. Natürlich ist man limitiert anhand der Größe mit Schneidaufgaben. Also Essenszubereitung, solche Richtungen. Ja, sehe ich jetzt das Kiwi nicht wirklich. Als Backup-Messer, ja, für urbane Gebiete kann ich mir das recht gut vorstellen, ja. Aber wie gesagt, mich hat eher das Design angesprochen. Das finde ich dann wirklich klasse. Und für den Schreibtisch als Brieföffner, ja, da sehe ich eigentlich die Zukunft von dem Messer bei mir. Alles klar, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich habe das kurz in die Linse gehalten, weil ich doch recht fasziniert bin. Und ich hoffe, ihr könntet da etwas mitnehmen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, wie auch immer. Und man sieht sich. Danke fürs Zuschauen, euer Shani Studio. Tschüss.